Und damit herzlich willkommen zurück. Nach wie vor unter Wasser, in der Wasser-Action hier. Mit den zwei fetten Walen. So, was seid ihr eigentlich vom Geschlecht her? Weiblich. Ich wollte nicht absteigen, aber ist okay. Und weiblich. Kann es sein, dass die nur weiblich sein können? Wo ist mein Fisch? Fisch? Cheese? Ja. Das würde ja eigentlich keinen Sinn ergeben. Ich meine nicht die Cheese, ich meine die... Meiner ist, glaube ich, männlich. Ich meine die Wale. Aha, mein Fisch war bei dir. Mir ist kalt, hä? Habe ich meinen Otter nicht aufgesetzt? Doch. Wie kann mir kalt sein, wenn ich meinen Otter habe? Na gut, wir schwimmen einfach mal weiter durchs Wasser. Oh Gott, mein Atem gerät. Ist kaputt? Ja. Na ja, du hast ja ein zweites von mir bekommen. Weißt du eigentlich, wo die, Brustplatten-Skin ist? Weil ich hab den irgendwie nicht mehr. Nee, weiß ich nicht. Da sind wir also. Lass uns mal in dieser Folge noch bis zur... Scheiße, ich glaube, das ist die Fleischfresserinsel. Zur Fleischfresserinsel schwimmen. Aber wieder schön tief im Marianengraben. Ich glaube sogar, man konnte irgendwie durch Druck Schaden erleiden. Vielleicht weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Feststeht, das war nicht auf dieser Map hier. Jedes Mal, wenn ich mich zu dir teleportiere, weiß ich einfach nicht, wo du bist. Boah! Dieser verfickte Fisch, Alter! Immer wenn er dieses Geräusch macht, was er halt macht, dieses... Ich erschrecke mich jedes Mal davor, Alter, und zuck zusammen hier vor meiner Couch, als wäre ich ein Baby. Der Itchy? Ja. Digga, ich bin so scheiße schreckhaft. Oh, Lipopleurodon. Ja, du hast mich direkt in deine Fresse teleportiert. Oh, stimmt. Oh, da ist ein Alpha-Wal. LOL. Wehe, du piekst den an. Roman? Lass es. Roman, denkst du dasselbe, was ich denke? Nein. Ich will's auch gar nicht denken. Ich meine... Die normalen Wale waren ja schon schnell. Ja, und der wird dich dann wahrscheinlich einholen. Roman? Ich gehe schon mal weg. Das erscheint mir gerade so wie bei Findet Nemo, wo der Typ zu seinem Kind sagt, zu Nemo, fass nicht das Boot an. Und ich nähere mich gerade immer weiter dem Boot. Fass nicht den Hall an. Hai, Wal an. Oh, boah, dies ist aber ein großer Boot. Fass ihn nicht an. Wenn du ihn anfährst, bist du für mich gestorben. Ich bin ein Anemonenfisch. Ich lebe in einer Anemone. Oh, ist der Wal zu fett und zu langsam? Ist er echt zu langsam? Ja, ist er. Oh, du ziehst mich nicht. Kannst du weiter ans Festland ran? Nee, ich hab grad einen riesigen Wal an der Seite. Ja, weiß auch nicht, wo der herkommt. Weiß auch nicht, wo der herkommt. Oh man, es ist ein weißer Wal. Das ist ein Albino. Wollen wir den jagen? Nee. Bringt bestimmt viel Geld auf den Schwarzmarkt. Tierschützer sind schockiert. Warum jagt Albino-Wal? Oh Gott! Hier kommst du aber bestimmt nicht hin, oder? Nein, hier kommst du nicht hin. Kannst du schon so weit hin? Scheiße, mein Controller ist heute leer.
Aber die Aufnahme sollte ja eigentlich noch schaffen. Das Einzige, was mich hier gerade fertig macht, sind die. Ich bin am Strand. Fucking Piranhas. Wo ist der Wal? Wo ist der Wal? Ist der direkt bei mir? Sehen nicht. Hier ist eine Klippe. Okay, ich sehe ihn. Vorsicht hinter dir. Ja, der ist ganz brav. Na gut, dann würde ich sagen, wir schwimmen einfach weiter und vergessen das, was ich dem Wal angetan habe. Ich hat er es auch vergessen. Natürlich hat er es vergessen. Guck mal da, der macht doch gar nichts mehr. Er ist nicht dumm, er ist einfach nur gutmütig. Mit einem Vollidioten. Aber ich muss echt sagen, die getigerten Megalodons sehen echt schön aus. Wo bist du? Ja, vor dir. Oh Gott. Aha, noch ein Riesenkrake. Und elektrische Aale, von denen wir uns ganz weit fernhalten. Oh Mann, guck mal, was da ist. Ich bin voll weit weg. Da ist schon wieder ein Scheißball. Ich weiß. Sind wir jetzt hier eigentlich schon bei der Fleischseite? Speak! Yes. Ja, ich habe meinen Otter gehört, wie er den Wal angreifen wollte. Ist ja süß. Du siehst mich. Sag mal, wie langsam ist denn deiner? Eigentlich haben sie die Oh Gott, der Wal. Ich habe komplett vergessen, dass ich den Wal angepiekst habe. Ich habe 140,9 Geschwindigkeit. Oh Gott. Ich glaube, meiner ist auf 155. Sie haben so romantisch. Ich habe schon wieder eine Trophäe. Übrigens, da sind ganz schön viele Elektroale hinter dir her. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Und ein Wal. Ich bin unterhalb von dir. Und ich kann das alles schön verfolgen. Okay, der Wal. Greift der Wal mich an? Dings. Ja, der Wal ist auf jeden Fall der genau. Der Wal ist ja direkt hinter mir. Ja, und elektrische Aale. Das heißt, wenn die Zitterale dich kriegen, wird dich der Wal kriegen. Okay, den Wal hast du abgehangen. Ein Liro. Meinst du den Lipopleurodon, der hinter mir her ist? Ja. Das war aber echt knapp. Ich sah ihn eben nur wegschwimmen, als ich da hinten geguckt habe. Okay, guck mal, wie viel Ausdauer du hast. Wie viel Geschwindigkeit du hast. Okay, ich habe 140,9. Habe ich auch. Hä? Drückst du noch irgendeine Taste? Ich drücke einmal R, nee, L3. Damit schwimmt man also schneller, oder was? Ja. Aber ich habe keine Ausdauer. Ein Ding der Unmöglichkeit. 140,9%. Ja. Bei Bewegungsgeschwindigkeit. Jawohl. Ich find's lustig, wenn man auf diesen Fischen einfach einen Megalodon one-on-one kann. Ohne Damage zu kriegen.
Ist deine Ausdauer mittlerweile wieder in Ordnung? Ja. Okay. Ey, wir sind an, glaube ich, an der Fleischfresserinsel vorbei. Wieso? Oder ist das da hinten die Pflanzenfresserinsel? Das, da hinten ist die Pflanzenfresserinsel. Und wo ist die Fleischfresserinsel? Da ganz hinten. In die Richtung, die ich gerade gucke. Warte. Seh dich nur verschwommen. Ach, wie süß. Guck mal, wer sich mir angeschlossen hat. Ja, dann lass weiter. Aber schön tief unten. Wie kannst du denn jetzt schon so weit unten sein? Ich habe L2, L3 einmal gedrückt. Ja, drück ich doch auch die ganze Zeit und ich bin nicht so schnell wie du. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt ein Wettrennen hier unten. Gibt ja einmal den langsamen Modus und einmal den schnellen Modus. Ja, und ich schwimme die ganze Zeit im schnellen. Okay, bereit? 3, 2, 1, go. Ja. Oh. Ja, guck, wie schnell du mich einfach abhängst, Junge. Alter, hast du auch die zwei Riesenviecher da schon wieder gesehen? Doch, natürlich habe ich die gesehen. Ich habe die eben nur in dem Moment gesehen, wo ich Go gesagt habe. Hab mich dann übelst erschreckt vor denen. Und ich glaube, den roten Loot Drop werde ich nicht mehr wiederfinden. Da waren übrigens meisterhafte, also zwei Baupläne, meisterhafte SWAT-Helm und meisterhaftes SWAT-Brustpanzer. Was? Das hast du schon gesagt. Ich glaube, im LP habe ich das noch nicht gesagt gehabt. Okay, wir haben gleich drei Megalodons am Arsch. Und Quallen, halt dich fern von den Quallen, mein Junge. Und die Großen sind da. Ja, ich sehe es auch. Ah, ich hab's nur am Geräusch gehört. Ich bin schwergewichtig. Hilfe, Martin, schwimm ganz schnell weg. Schwimm ganz schnell weg. Versuch sie abzulenken. Wieso bin ich denn jetzt? Wieso habe ich denn? Schwimm mal an die Oberfläche. Ja, mach ich. Ey, du interessierst dich für mich, Junge. Die immer noch hinter mir? Nee, sie haben sich jetzt fokussiert auf mich. Außer einer. Der eine ist hier hinterher. Ey, Junge, mir hinterher, wenn dann. Mich wollt ihr. Nicht den Kleinen da hinten. Das ist doch nur ein kleiner. Aua, Appetitschmaus. So. Anscheinend habe ich zu viel Gewicht. Megalodon-Flosse. Zweimal hab ich immer runter. Was? Wir haben Alpha Megalodon frühzeitig kalt gemacht, also. Okay, ich hab sehr viel Fisch. Ich drop einfach mal die Hälfte. Ja, mach das mal. Okay, mein Ichi hat wieder ein Level up. Das heißt, ich gehe wieder auf Geschwindigkeit. Nein, mach ich nicht. Ich gehe auf. Doch, ich gehe auf Geschwindigkeit. Bis 150. Ja, normales Fleisch brauche ich ja nicht. So. Kann's weiter gehen?
Ja. Das ist viel. Wo sind wir? Ich bin unten. Mit Überschallgeschwindigkeit. Du schwimmst definitiv die ganze Zeit im langsamen Modus. Nein. Doch, du schwimmst genauso schnell wie ich. Langsamen Modus? Okay, doch, ich hab den langsamen Modus. Moser, Alpha Moser! Ganz schnell nach oben, einfach straight nach oben. Ja. Das musst du mir nicht sagen. Digga, wie viele. Erstmal Mosers. Wie viele Mosers hier spawnen auf der Map aktuell? Und zwar jetzt, wie viele Alpha davon auch noch sind. Das ist, glaube ich, der vierte Moser und davon und damit schon der zweite Alpha. Okay, da kommt ein. Wir sind schon ein bisschen lebensmüde, dass wir gerade einfach so den Moser missachten. Ja, wir sind safe schneller als der Moser. Ja. Wie viel Hypergrade hat man? Ja, Hälfte. Ich weiß schon wieder nicht, wo du hin bist. Nicht. Ich bin hier unten mit drei Ichis. Voll niedlich, die Fische. Ich liebe die. Alter, das ist der Marianengrab. Und da unten ist wieder ein Dings. Die ganze Map ist Marianengraben. Wollen wir den Dings töten? Den großen? Wenn deine Leben unterhalb von drei Viertel sind, sag mir Bescheid, dann hauen wir ab. Unterhalb von ein Viertel. Achso, ja, stimmt. Ja, Ichis, kommt uns zur Hilfe! Jawohl, er ist tot. So, der mega Rego. Einfach mal so ein Plesio kalt gemacht. Komm, Roman, als nächstes machen wir den Alpha-Moser. Nee. Das wollte ich auch hören. Schöne Reihe an Kisten. Pass auf, hinter uns kommt eine Qualle. Ich lock die mal zu dir. Nee, doch nicht. Ist schon losgeschwommen. Bist schon losgeschwimmt. Oh Gott, hier ist die Wand. Oh, was hier ist. Also könnte man rein theoretisch auch mit einem Cheat, aber. Ah, Ichi. Ichi ist ein Level aufgestiegen. Geh auf Geschwindigkeit, habe ich auch gemacht. 142. 142,9.
Vielleicht sollten wir doch einen Zahn zulegen. Nicht, dass unsere Atemmasken kaputt gehen. Sagte er und schwamm in eine Höhle hinein. Oh Gott! Hä? Spielt das Spiel bei mir ab? Bitte nicht. Oh nein, wieder ein Cave. Ja, schwimm gar nicht erst rein, Junge. Ich find's interessant, wo es hier überall ein Cave gibt. Ja, schwimm mal wieder raus. So, dann jetzt ab weiter zu Fleisch fressen. Tief unten im Meer. Ich wollte zu einem Lied anstimmen, aber ich kann nicht singen. Das ist peinlich. Warum gibt's Unterwassernebel? Ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die nicht sein sollte. Ich habe das Gefühl, es ist eine Sache aus einem Cave, die sich jetzt durch einen Bug anscheinend auf meine Overworld übertragen hat. Ja, definitiv. Scheiße. Bist du eigentlich hinter mir oder wo bist du? Ich bin hinter dir. Alles klar. Hast du auch gerade so einen Bug, dass alles im Nebel eingehüllt ist? Du musst näher kommen, damit es richtig zu sehen ist? Ja. Okay. Ich hoffe, das geht wieder weg. Es ist echt schon ziemlich nervig, dieser Bug. Ich mach schnell auf die Karte. Okay, wir sind bei der Fleischfresserinsel sogar. Das ist definitiv die Fleischfresserinsel. Hier, komm mal zu mir. Ja. Hier, genau unter mir irgendwo ist. Siehst du diese Krabbe da? Neben dem Fisch? Ja. Das ist das mit den schwarzen Perlen. Ah ja, ein Trilobit. Die sind niedlich. Soll ich mal was Dummes machen? Hast du eigentlich Munition für mich? Ich hab einen T-Rex angeschossen, wir sollten vielleicht ganz schnell hier weg jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Mein Ichi haut ab! Komm her! Hey, wo will der hin? Der haut ab. Okay, er hat da hinten angehalten. Toll, warte, ich zieh mir die Schwimmflossen. Okay, dann machen wir jetzt einfach einen richtig schnellen Durchgang und schwimmen noch wieder zurück. Die restliche Welt ist eh nicht mehr weit. Eigentlich nur noch einmal runter. Wo ist denn unsere Base? Ach, da hinten. Ja, wenn du auf der Map guckst, bei der Eis...
Welt da, genau da, wo dieser eine Zacken nach innen geht. Ja, die linke Ecke da. Ja, dann machen wir jetzt noch die Reise um die Welt zu Ende, würde ich sagen, oder? Wir haben noch knapp 10 Minuten. Natürlich schön tief. Auch nicht von irgendwas ablenken lassen. Ja. Wobei es natürlich schneller geht, als wir denken, also. Aber ich denke, in 2 Folgen können wir das mal machen und haben wir das jetzt gezeigt, was hier unten so ist. Zähmen werden wir uns hier wahrscheinlich nichts, weil wir das absolut nicht brauchen. Aber was bringen uns hier Wasserviecher? Ein Unterwasserboss? Nee. In Genesis soll er kommen. Okay, hochschwimmen, da ist ein elektrischer Dings. In Genesis soll ein riesiger Boss reinkommen, der unter Wasser lebt. Das wär's, elektrischer Wal. Gibt es. Echt jetzt? Ich schick dir nachher einen Trailer. Es sind keine richtigen elektrischen Wale. Was zum Fick ist das da? Ach so. Ein dunkles Zeus. Das ist einfach mal so 30 Meter unten. Komm schon, nichts abbringen. Was denn, siehst du mich etwa? Ich bewundere hier nur den Dunklius Dois, der ziemlich groß ist. Oh, musst du den Dunklius Dois angreifen? Hab ich das? Ja. Das ist stark. So viel zu von nichts ablenken lassen, ha? Huh? Der Dunkel ist deutlich schon fucking groß, Alter. Sieht ziemlich cool aus. Vielleicht werden wir ja ein paar Wasserviecher in einer anderen Staffel zählen, Leute, aber nicht in dieser hier. Weil hier lohnt es sich wirklich nicht. Die Ichis habe ich auch nur gezähmt, damit wir hier ein bisschen erkunden können. Macht gut Damage, Alter. Dicke macht wirklich gut Damage. Okay. Jetzt einfach straight weiter schwimmen. Sagt er. Der sich mal von allem ablenken lässt. Okay, der Bug ist auf jeden Fall weg. Ich hoffe, du bist hinter mir. Ja. Ja, wir kommen da noch hin. Was mich jetzt nur ein bisschen aufregt ist, dass ich die Loot Drops nicht mehr finde. Aber naja. Oh Scheiße. Dann mal ab an die Oberfläche. Wir sind schon längst im Eisgebiet wieder. Oh, wie geht man denn in die... Ich will doch in der Ego-Perspektive schwimmen. Wieso geht das nicht? R1. Ja, okay, noch ein bisschen müssen wir. Oh, noch
kleines Stückchen. Da sind wieder zwei von diesen Unterwasserlanghälsen. Alpha Megalodon. Wal, den muss ich anpieksen. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Ich schwimme gleich wieder zurück. Noch ein Alpha Megalodon. Ja, moin. Wahrscheinlich sind hier einfach mal zwei. Jetzt ist mir eiskalt. Hast du deinen Otter verloren? Nee, ich hab den noch. Alles gut. Sieht aus, als ob ich eine Schlange um den Hals hab. Ich glaube, auf Ragnarok war das, wo man sich welche zähmen kann. Da lohnt es sich auch ein bisschen. Aber hier lohnt sich Wasserviecher hier überhaupt nicht. Mein Atemgerät ist kaputt gegangen. Hab keine mehr. Also kannst du mal auch ein bisschen näher an die Oberfläche schwimmen? Ja. Ist ganz oben. Das wird sich angezogen und das wird sich angezogen. Aber jetzt? Was war die denn? Jetzt habe ich wieder dieses Munne-Dings-Bums. Wo bist du denn? Gute Frage. Frage ist, wo bist du? Ich finde an der Oberfläche in so einem Eisberg-Ding. Ich bin auch an der Oberfläche, aber ich sehe dich nicht. Ich sehe auch deinen Namen nicht. Da hinten bist du. Ich habe mir wieder ein paar. Ich hab wieder ein paar Ichis bei mir. Hä? Jetzt bist du bei mir in der Luft? Hä? Ich bin genau neben dir. Da gerade warst du bei mir da hinten irgendwo. Und dann auch noch in der Luft. Komm mal kurz hier runter. Hier unten ist ein Basilosaurus. Das heißt, wir sind auch gleich zu Hause. Einmal hier noch an dem Felsen vorbei und dann sind wir da. Leute, ich schwimme unter dem Felsen lang. Da hinten ist unsere Base. Genau zum Folgenende. Damit dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und bleibt gesund. Und was wir in den nächsten Folgen machen werden, das muss ich mir erst noch ausdenken. Okay. Doll, wie der Otter bei dir drauf sitzt. Ist größer als ich? Dein Otter sitzt ja komplett anders bei dir drauf als bei mir. Guck mal. Oh, warte. Dein Otter wirkt auch generell ein bisschen kaputt.
Oh Gott, was ist mit deinem Otter? Darf ich fragen, was mit dem... Der Rücken. Was hast du mit ihm gemacht? Ich weiß es nicht. Guck dir mal die Schnauze von dem an. Die ist übelst langgezogen. Du musst dir mal den Rücken angucken, Junge, wenn er da hinten gebogen ist. Ei. Ich glaube, das liegt an meinem Skin, dass das so ist. Ja, weil an meinem Körper jedenfalls. Weil meiner liegt hier ganz entspannt drauf. So anpassen muss. Ja, meiner auch, ne? Der lag vielleicht ganz entspannt drauf, bevor du durch eine Pressmaschine gelaufen bist. Queen, du hast ihm auch den Rücken gebrochen, damit er gepasst hat. Ja. Er ist einfach mein Schal geworden. Weißt du, der lebt gar nicht mehr, der ist schon tot. Der ist ausgestopft. Das ist so ein Krüppel einfach nur drauf. Naja. Oh lol, wo will dein Otter hin? Hier bleiben. Halt ihn an, pack ihn auf meine Leiche. Der Otter rennt weg. Pack ihn auf meine Leiche. Warum rennt der Otter ins Wasser? Otter, stopp! Nein! Nee. Stehen geblieben! Will sich einfach selbst umbringen. Vielleicht hin. Ja, weg von dem, der den Knochen gebrochen hat. Okay, kann ich gar nicht mehr bewegen. Voll unrealistisch. Ich dachte gerade, ich kann deinen Otter reiten. Okay, folg mir mal bitte, kleiner Otter.